Oh, GHR TV Live Commentary just went live. Ja, online. Ladies and Gentlemen. Habe ich gerade meine Info gekriegt, voll geil. Twitch. Let's get physical, physical. Ich bin nervös, wie heißen die denn? Svenman oder was? WWT Svenman, der Ger Heisenberg, den sehe ich öfter mal auf dem Public. Den heißen die jetzt auch im Begriff. Was das von Tribe ist der? Müssen die gar kein eigenes Clan-Tag tragen? Müssen Ich habe die? keine Ahnung. Weiß nicht. Wenn die Battlefield Nation Spieler sind, sollten die da nicht BFN vorne drin stehen haben? Ja, Oder oder vielleicht dürfen die das zumindest nicht? GER, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. No. Na gut. Wofür steht denn WDB, weißt du das? Und WWT? Nee. Schade. Kann ich leider nicht sagen. Ja. Schade. Weil, das finde ich voll oft das Problem, dass man irgendwie irgendwelche Clan-Tags sieht und dann weiß man gar nicht, was das so bedeutet oder was spielen die in der Liga oder ist das irgendwie nur so ein Fun-Club, weißt du, so ein Rumpelverein. Weiß ich nicht. Aber gut, wenn er bei Nation spielt, wird das kein Rumpelverein sein, nehme ich an, oder? Dope Ich full will das ja, ich will income. das keinem unterstellen. Davon mal Nee. ab. Also es geht weh. Mach Matze schon. Michael, ich bin völlig überfragt, was die Klantexter. Ich denke, du kennst dich aus in der Szene. Ja, aber die sind mir leider kein In Begriff. der In Szene. der Szene. Jeden Clan kann ich auch nicht kennen. Und so viel kenne ich natürlich auch nicht, ne? Aber das Also. meine ich erst. Aber Heisenberg habe ich schon oft gesehen. Den trifft man vorzugsweise nur bei, was ist das, Sinai oder was ist das für eine Map? Nee, Suez? Was ist das? Kann es dir nicht sagen. Wir spielen jetzt Ballsaal, wenn du das meinst. Nee, das war nicht ich, wo ich den voll oft sehe. Ich sehe den immer auf den gleichen Maps. Gleich geht's los, steht er. Geht ins Fernsehen. Hallo! Schuss. Bald der Argon-Krieg im Ballsaal und Amiens, geil. Das finde ich cool, dass das so in der Übersicht ist. Weißt du, was auch geil wäre? Aber das wäre, wenn das zwischen den Spielen. Hörst du mich? Ich habe gerade ein Gespräch mit meiner Freundin, aber ich bin sofort. Ah. So, jetzt bin ich ja bei dir. Und bei euch da Ja? draußen. Ich werde einfach mal Da ist ja den. gar keiner, guckt ja gar keiner zu. Ja doch, fünf gucken schon zu. Fünf gucken zu. Ja. Ja. Und ich Wir knatsche meine sind Mambas. mittlerweile schon weltberühmt, wie du merkst. Und das, was jetzt gerade drin steht, weißt du, die Übersicht der Maps, die gespielt werden, das finde ich ganz cool, das würde ich immer würdigen. Mal kurz, ich habe zu viel Spucke von dem Scheiß. So ein saures Mamba, Alter, so ein Zitronending. Pass auf. Wenn das immer wieder zwischendrin reinkommt und du dann die Rundenergebnisse siehst. Wie meinst du, was für Runden gibt es meinst du jetzt? Ach so, wenn. Zwischen den Maps, finde ich geil, weißt du, wenn zwischen den Maps, dass du quasi als Platzhalter jetzt dann so siehst, dass die Ja, Leute, die das vielleicht Ding ist, später reinschalten, dass die dann auch die Übersicht sehen. wir spielen ja ab und zu auch Videos ein, sag ich mal, ne? Kommt ja demnächst auch mehr. Das ist ein Ja, Sponsor-Video oder ein aber Video von trotzdem. uns oder vielleicht haben wir Weil guck mal, voll irgendwelche oft ist das Clans nämlich demnächst so, auch dass Videos für uns, Leute. die wir einspielen können. Dass wir für die Leute dann einfach mal werben, dass die Member suchen, wer weiß das, ne? Was macht der da? Der Dope.
Aber weißt du, weil voll oft ist es so, dass die Leute, oder es geht mir ja auch schon so, zu spät einfach reingekommen sind und dann weißt du nicht, wie es steht und so. Feier, moin moin. Ist eigentlich ganz cool. So, womit fangen wir an hier mit? Balsal. Balsal, Amior, glaube ich, und dann Wald. Ich schaue nochmal nach, eben in Serventus. Balsal, Wald und dann Amior in der Reihenfolge. DMX. Ja, das wird ja schwierig heute, ne? Ja, mal schauen. Ich kenne keinen von den Spielern außer den Heisenberg. Der ist mir halt ein Begriff. Der ist anscheinend bei Tribe, glaube ich, ne? Hast du gedacht? Ja. Das Regelwerk ist ja auch was Neues für die Jungs von uns, ne? Ich sag mal, wir sind ja eigentlich DSWL-Clan und. Das Ticketsystem finde ich persönlich ein bisschen spannender. Hier ist es ja quasi, jeder Tick zählt und das Gesamtergebnis der beiden Runden auf der jeweiligen Karte ist dann halt entscheidend, ne? Sprich, wenn du 100 Tickets gesammelt hast in der ersten Runde und 40 in der zweiten, verlierst du die Karte. Damit hat das Gegnerteam quasi einen Punkt. Ach, Quatsch. Ja. Echt? Ich meine, das ist in der Nation so geregelt. Finde ich persönlich viel spannender. So hat man auch mal eine Chance, ein verlorenes oder fast geglaubtes verlorenes Match zu gewinnen, ne? Und ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Voll krass eigentlich. Ja, das ist schon ein bisschen eine andere. Ja, finde ich aber auch besser so mit den Tickets. Lass mich eben einen Joiner reinhauen und dann geht's los. Ja. So, mal die Reiter aufmachen. Sven MN ist dazu gekommen. Ja, der Sven MN, der war doch vorhin schon die ganze Zeit drin. Hier, der Haze ist dazu gekommen. Ja, der Haze und der Haze. Ja. Sven MN, Heisenberg, der Wee Darkest. Was? Ja, erstmal ein herzlich willkommen im GRTV da draußen. Ja, Mahlzeit, moin. Der Longwitz hier. Heute was? Und German Menace, heute spielt ja hier die zweite Mannschaft von den Battlefield Nations von Deutschland gegen GHR Mixed Team. Gemixt. Da haben wir schon den GHR, der auf dem A-Spawn ist. Mal gucken, wie sie rumlaufen. Wieso spawnen die nicht? Die anderen spawnen nicht. Das frage ich mich gerade. Aber GHR läuft auch wieder zurück. Breakthrough Kantron, die warten wieder. Gibt es da eine Regel, die wir nicht wissen? Weiß ich nicht, gibt es da auch eine andere Regel? Ich weiß gar nicht. Vielleicht dürfen die erst bei einer Minute einsteigen oder so. Ich erinnere an das Hardcore-Turnier, da durften wir auch erst ab Minute 5 einsteigen, ne? Ja, genau. Das mal gucken, vielleicht ist das ja auch eine Regel. Oder es gibt noch Unstimmigkeiten. Aber gut. Sven MN. Auf jeden Fall hat der GHR White. Danke für den Follow erstmal. Auf jeden Fall. Michael, ich bin unterbrochen, Entschuldigung. Nee, alles gut. Aber GHR wartet halt, ne? Am A-Spawn. Jetzt ist einer von den Deutschen. Ist das natürlich jetzt blöd, ne? Wir spawnen die alle versetzt auf der Karte. Auch C-Spawn ist ja völlig Und ja, das typisch, ist halt, oder? Das ist halt die Typ. Das ist, fällt dann auf, wenn halt eine Mannschaft reinspawnt, die andere noch nachspawnt, ne? Ja, aber da war Matze jetzt ganz alleine, weil der damit auch gar nicht gerechnet hat, dass der Gegner auf einmal einen C-Spawn hat. Die haben ja nie einen C-Spawn. Richtig. Da ist der GHR jetzt quasi von hinten überrumpelt worden. Gibt's doch nicht. Ich bin gerade mal bei Breakthrough drin, der hier mit Blick auf C sich im Kranz 1 befindet und auch einen Blick auf die Mitte hat. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen verwirrt hier gerade durch dieses Start. Sieht man jetzt schön, mit der Panzerbüchse ist ja auch erlaubt hier nach den Battlefield Nation Regeln auch. Ja, ein dürfen die auch. Das ist ein Rand dürfen die auch mitnehmen bei der ESL, oder? Oder ESB oder? BF Nation, nicht. Am BF Nation. Dürfen die Brand haben? Ja, Brand, Schielergranate und Rauch sind erlaubt, meines Wissens. Okay. Für uns ist ja momentan auch ein erster Stream bei BF Nation. Also verzeiht uns, wenn wir die Regeln nicht richtig wissen. Ja, ich bin dabei bei Obi gerade drin, der versucht A zu halten auf A lang hinten Richtung Mittelausgang und hinten in der Disco, wie wir es nennen.
Hat ein paar Gegner, aber kann es bis jetzt gut halten. Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich glaube ich einen vorhin noch verschwinden sehen durch die Mitte. Ja, da würden jetzt wahrscheinlich von hinten umlaufen wollen. Ja, man sieht aber gerade eher die klassische AB-Verteidigung aufbaut. Eine Linie quer über den Kranz zieht. Kann man machen, warum nicht, ne? Erstmal antesten, was der Gegner so kann, wie sie drauf sind. Ja, vor allem ist es auch fies, wenn sie da die Linie gut halten können, ist es sehr, sehr schwer für die Gegner da, sich die Wege zu bahnen. Aber dadurch, dass ja die Panzerbüchse erlaubt ist, kann man hier natürlich auch mehrere Sachen zerstören. Ne? Gerade so bei A, den Balkon sehen wir, da ist ja schon ein Loch drin. Bei A, dass man eine bessere Sicht auf A hat. Ich bin Hochhaus kann man ja auch kaputt machen. Der hat gerade wohl gemerkt, dass die rumgelaufen kommt. Ja. Ja. Da wurde er geholt von Sven. Ist halt auch ungewohnt jetzt auch mit der Hellriegel. Aber gut. Boah. Ich persönlich sage auch, drei Hellriegel im Spiel sind zu viel. Also eine pro Team, vielleicht zwei könnte ich mich mit anfreunden, aber drei ist mir eine Spiel. Ja, ich finde, es sollte auf jeden Fall eine Begrenzung geben. Also nicht nur Klassen, sondern halt auch Waffen, ne? Weil das ist sonst. Ja. Ja, ist aber genauso wie in der DSPL, dass du da zwar keine Hellriegel hast, aber dann die Meisterschütze, ne? Und da darfst du ja mit vier Sunny spielen und wenn dann das ganze Team Meisterschütze spielt, ist auch echt extrem nervig. Ja, das stimmt auch. Ja, deswegen sage ich ja, es sollte eine Waffenbegrenzung gehen. Aber GHR hat hier gerade B-Flagge zurückzugeholt. Ich gehe mal zu Mad Magamba rein, der hier zwei Gegner schon mittlerweile gezogen hat. Super gemacht. Ein Kranz 1, damit haben sie jetzt wieder die AB. Linie und kann jetzt auch wieder mit den nach BD Gegner einkesseln. Lassen sie hoffentlich diesmal nicht wieder umlaufen. Wie gerade eben. Aber schön gemacht, wenn da bei Matze drin. Stark gemacht, gerade im Kranz 1, wie er da die zwei Gegner geholt hat. Definitiv. Ja, das ist jetzt. Aber er kann gerade schön die Gegner callen, ne? Die hintenrum nach Charlie laufen. Ja. Oder von Charlie hintenrum. Pushen. Ja, das ist das Gute da hinten an der Position, die Wurst hat, ganz hinten an der Ecke. Da hat er natürlich auch immer den Blick nach hinten, ne? Das ist echt. Ja, damit kannst du auch, also da stehst, wenn du ein gutes Headset hast, kannst du Gegner auch hören, ne? Gerade wenn du durchs Hofhaus rennen, beziehungsweise hinten rum. Das ist machbar mit einem sehr guten Headset, sag ich mal. Aber ich bin da bei Wurst drin, der hat jetzt schon die ganze Zeit keinen Besuch gehabt irgendwie. Ah, jetzt nicht, dass dem langweilig wird. Auf A bahnt sich gerade was an. Auf A. Der Rupi hat es glaube ich aber gehört, dass er hinten rumander geht. Oh ja. Ja. Oh, wird auf den Heisen gezogen. Zu spät umgedreht. Zu spät umgedreht. Oh, hier wäre es ja jetzt hier Breakthrough. Auch ein Superspieler, ne? Da kann er einziehen, kann sich da rausschlawinern. Gibt's ja nicht. Zieht einen zweiten Super. Break ist auch Wahnsinn, ne? Der macht auch. Schönes Spiel, immer. Macht immer Spaß, ihm zuzugucken. Ja, hol ich mal andersrum vom Break. Eigentlich sehe ja Sunny-Spieler, war vorher Helwig-Spieler, beziehungsweise Automatico, aber die ist ja in allen Ligen Gott sei Dank nicht erlaubt. Gott sei Dank, ja. Schön, Kantron probiert hier den Kranz 2 zu safen. Schau's dir an, GRE ist auf Charlie drauf. Nein! Muss sich geschlagen geben. Der Wurst Turbo zieht gerade das Triple, wenn es so aussieht. Aber der hat da auf C. Hat er gerade ein paar abgekriegt, oder? Naja, aber hat er gemacht, der konnte C ziehen. Damit schön, ist das Triple, sauber. Das Triple für GRR. Sauber. Aber heißt ja nichts, darf man sich nichts drauf einbilden. Nicht das Eif zu früh pellen, ne? Nee, das aber du siehst Problem. Ja gerade, die spawnen gerade in den Kranz rein, wenn das GR da gut frag. Ah, ne, die kommen auf A drauf. Ah, schade. Ganz andere Spawnpunkte haben sie die gefixt. Wo sind die auf einmal alle gespawnt? Hinter A? Da war einer am Leben, da sind sie reingespawnt. Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, der liebe Spectator-Modus ist noch nicht ganz ausgereift ab und zu. Ne? Auch ganz voll. Ich war gerade so in der Overview drin, ich habe da nichts gesehen. Oder ich war zu weit rausgezoomt, kann auch sein. Aber trotzdem. Hier Wurst kann sich durchsetzen, sauber. Fies weggemessert. Wurst stark. Zieht wieder B. Aimt einfach mal in Richtung. Oh, Kantron safe nach hinten raus. Oh, die haben da, guck mal, hinter B den Spawn. Gegner. Das ist besser. Aber bei Wurst, das ist scheiße. Ja, das waren zu viele dann auch.
Aber Nation weiß gerade nicht, was sie genau machen sollen, ne? Die sind ein bisschen zögerlich teilweise, auch gerade auf Charlie auf dem Balkon. Machen sie gut. Machen sie gut. Sehr schön. Unsere kleine Prestige-Auswahl vom GHR. Ach, schade. Jetzt habe ich gerade Kantron beobachtet. Der war ja gerade bei B dran. Wursthubo ist hier hinten in Kranz 4 und versucht rauszufinden, wo der Gegner steht. Sieht, dass er zwei Gegner auf B sind. Kann den ersten ziehen, schön gemacht. Beide. Zweiten ziehen, B safe. Oh, Wurst ist krass. Wurst ist gut. Du musst auch kleiner Fanboy von dem Mann, ne? Ja. Vor allem, wenn er mal mit seiner geilen Taschenpistole kommt, feiere ich jedes Mal. Tack, 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 tack. So, Nation hat den B-Spawn natürlich gekriegt, somit. Ja, hat Wurst durchgegeben. Gerade die Teamkameraden, die sichern gleich außen die Bereiche ab. Ja, Kranz 2, Kranz 3, Kranz 4. Das Ding ist durch. Da haben die auch keine Chance. Das durch. Super gemacht, GHR, ja, hat mir gut gefallen. Zum Auftakt schön. Ja, ja, definitiv. Haben wir schon anders gesehen. Somit erster Durchschnitt für den GHR. Super, super. Richtig stark gemacht von gepflegter Herrenrunde. Macht Spaß. Spaß gemacht zuzugucken. Schöne Szene dabei. Das Nation Team ist ja auch gerade noch recht frisch, ne? So wie der Leader gerade sagt. Also dementsprechend. Also ich war mir gerade ein bisschen zu zögerlich, als sie auf C zurückgedrängt worden sind am Anfang direkt. Da haben sich teilweise die Leute irgendwie hinter Balkon C da verschanzt und sind irgendwie nicht vorgekommen. Sei es, dass sie hinten rumgelaufen sind oder versucht haben, da ein bisschen Druck zu machen. Aber guck mal, sieht man ja auch an den Statistiken. Dopeful hat er hier wohl nicht so wirklich ins Spiel reingefunden, ne? Haze und so irgendwie. Ja, Battlefield Nations. Aber GAR hat den auch schwer gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Ja, warten wir mal ab, was nächste Runde bringt. Ich meine, Stats sind das eine. Deswegen. Stellungsspiel das andere. Darf man es ja nicht so. Mal gucken. Genau. Ja. Aber gut, die Runde haben sie halt dominiert. Aber vielleicht jetzt mit dem vernünftigen Spawn. Schauen, ja, das ist ja immer so das Ding, ne? Die Maps machen ja immer wirklich echt viel aus, auf welcher Seite man spawnt. Aber an sich, so ist es ausgeglichen, so hat ja jeder mal die Chance. Das ist das Gute. Darf man sich nicht von unterkriegen lassen. Nein. Gerade weil die Jungs neu sind, ne? In der Konstellation. Das ist halt so. Ja, da bringt auch jeder seine Spielweise mit rein, ne? Da muss man sich erstmal miteinander. Aber eigentlich hat Nation ja einen schönen Vorteil. Ich meine, gerade wenn sie aus anderen Clans Leute drin haben, die haben ja alle oder bringen alle Taktiken mit, sag ich mal, ne? Und wenn man sich da das passende rauszieht für das Team, also eigentlich sind da viele Ideen, glaube ich, die man da ausspielen kann. Ja. Es sei natürlich, der einzelne Clanspieler sagt, nee, ich bin bei Nation und bei dem Clan und ich möchte die Taktiken nicht breittreten. Das kann man natürlich auch verstehen. Ja. Weiß nicht, wie das da so läuft. Ja, was ist denn hier los? Haben die da einen Trainer oder? Was ist denn los? Nationaltrainer? Ich habe auch einen Black Screen. Ja, wir sind vom Server geflogen. Was ist da los? Ja. Also, Battlefield. Darf man nicht so eng sehen, die Geschichte. Ich hatte heute auch schon meinen Internetausfall, deswegen mich überrascht hat gar nichts mehr. Aber sag bestimmt nicht an DICE bzw. EA. Das, Nee. Ausnahmsweise noch nicht. Also. Heisenberg, danke für den Follow. In der Zwischenzeit kann ich mal eben ein kleines Werbevideo von unserem neu gewonnenen Sponsor reinhauen. Der macht für euch Logos, animierte Logos, Intro-Videos für eure Videos auf YouTube und sonstigen Plattformen. Schaut es euch mal an. Ein Kanakot, das ist eine geile Bedeutung. Schauen wir mal, wie die Falschmatte immer schreibt. So, ihr habt es gesehen. Viele Animationen, viele coole Sachen dabei.
Wenn ihr Bock habt, sowas machen zu lassen, meldet euch bei uns. Wir haben die Möglichkeit, für euch einen Rabatt rauszuschlagen von, was hat man ausgemacht? 20%? Ein paar Prozent. 20%. Weiß nicht, Nee, lohnt sich. 20%. Ich habe gestern eine Mail bekommen. Die ganze 20% sind drin. Preise sind natürlich individuell, ne? Also der kann nicht pauschal sagen, das Logo kostet so und so viel, da der direkt auf eure Wünsche eingeht und joa. So, was machen wir denn jetzt? Spielen wir selber ein bisschen Battlefield oder warten wir einfach? Weiß nicht, wo sind die alle? Das ist natürlich Sind wir ärgerlich, vielleicht zu ne? schnell raufgegangen? Nee, das ist ja, ich weiß nicht, ob wir runtergekickt worden sind oder so, ich kann es dir Ich nicht bin sagen. draufgegangen, aber da ist keiner mehr drauf. Ach so. Sollen wir nochmal drauf gehen und ich kann nicht mal als Zuschauer beitreten. Och nö. Bin nur Zuschauer drauf. Dann starte ich das Spiel mal eben Wirklich neu. Falls es gleich wieder rumspinnt. Das ist doch nervig. hört denn der Stream Server wurden neu gestartet, schreibt hier gerade einer im auf? Chat. Schaut er. Ja. Danke für die Info. Der Opfer. GHR gefällt mir gut. Machen Sie stark. Machen Sie stark. Du abwarten. Balsa ist halt auch eine Karte, wenn du nur Ja. einen gespielten Trupp hast, da kannst du ratzfatz dominieren, Natürlich. ne? Welche Karte nicht? Ja, ich finde, ja, es ist wohl wahr. Aber Welche Karte nicht? Sind ja so also ich, aber konzipiert. ich persönlich finde, Aber. Wald zum Beispiel und Balsa sind so Karten, da kannst du dich wirklich, da kannst du wirklich richtig, richtig krass rausarbeiten, beim richtigen Vorsprung. Ja, das stimmt schon. Gibt andere Maps, die sind ein bisschen größer, ein bisschen verwinkelt, dann ne, gerade so irgendwie. Schatten finde ich schwer, da die konstante Ich Linie muss immer mal eben anderen durchzuziehen. Streamern machen, Screamer machen, nicht, dass hier gleich das Passwort gezeigt wird. Pausenstream. Ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Bist du jetzt im Server beigetreten oder bist du Ich als bin jetzt Zuschauer beigetreten. beigetreten? Naja, als Zuschauer. Ja? Ja, aber meinetwegen spiele ich auch mit. Wenn's brennt, spiel ich auch mit. Als Schiri auf dem Feld stelle ich mal Balsa in die Mitte und dann gucke ich mal, wer hier fair schießt und wer nicht. Was zu trinken, wenn ich. Ich hole mir fix irgendwas zu trinken. So, ich bin wieder drauf, Micha, du auch? Ja, ich bin drauf. Ich fliege hier gerade durch die Gänge mit der freien Kamera. Ich folge dir mal. Geil. Nein, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Das ist ja fies. Kannst du nicht? Nee, Nee. kann man echt nicht. Kann auch nicht durchsliden, Ist wie so ein Geist. Das geht nicht. Schade. ja Aber es bescheuert. ist ganz cool. Kannst durch die ganzen Gänge rein. Eine Tür bei C ist offen. Kannst dich Ich fahre mal ein reinschnuffeln. bisschen durch die Karte drüber, um euch das schöne Ambiente des Ballsaals zu zeigen. Wo es noch ruhig ist. Jetzt, wo noch ruhig ist. Wo noch alles steht. Ja, geht weiter. Runde wird neu gestartet. Yes. Schön. Also, ich freue mich. Ich bin gespannt, was BFN sich jetzt in diesem
kurzen Augenblick des Server-Neustarts mal besprochen hat, wie sie jetzt GHR die Stirn bieten wollen. Weil das war schon ein sehr, sehr starker Auftritt, das muss man sagen. Die haben ja die Tickets gezogen, kurzfristig mit dem Triple, das war schön. Ja, aber ich sage ja, am Anfang war der Vorteil, dass die halt den A-Spawn hatten und diese bei C zwar reingespawnt sind, konnten die C-Flagge zwar ziehen, aber die haben sich dann halt direkt auf AB verteilen können, der GHR. Dadurch hatten sie halt schon einen kleinen Nachteil am Anfang, ne? Aber mal auch gucken. Ungewöhnlich, der C-Spawn. Das, sehr, sehr, habe ich noch nie gesehen. Ja, das war halt dem geschuldet dadurch, dass GRR reingespawnt ist, Nation aber gewartet hat und dann haben die immer so verrückte Spawns auf der Karte. Deswegen war das okay. So. Mehr ist das eigentlich nicht. So, Haze, du musst auch rüber. Haze muss rüber. Haze, ja, ja. Haze kriegt nicht, das bestimmt gleich mit. Haze will nicht rüber. Ich glaube, der hat zu viel geraucht von dem Zeug. Das gute Haze. Der Hase hoppelt. Der Hase hoppelt, genau. Der Hase hoppelt. Aber ihr wollt ja keine guten Werbung. So, 5 Sekunden noch. Ne, definitiv. Drogen sind schlecht da draußen. Lass die Finger davon. Ich habe auch vom Hasen geredet. Ich weiß auch nicht, wie wir auf Drogen gekommen sind. KC auf jeden Fall mit dem Clown als Symbol. Clowns sind ja freaky, Mann. Ich mag überhaupt keine Clowns. Guck, jetzt haben wir nochmal. Wo geht's los? Ich weiß nicht. Ich fliege hier gerade rum. Okay. Ich bin da mal bei Kantron drin. Jetzt mit zwei Mann über die B-Flagge. Gehen gleich in die Grenze. Wir machen gleich den Rush auf A. Ich bin mal bei Break drin. Da schmeißt er gleich die Nade rein. Ja, da schießt er gleich mit der Panzerfaust gleich einen Eingang da frei. Siehst? Der Break, das machen die dann nämlich. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Hier, Mann, erste Hilfe. Aber Obi mit seiner Bar. Schön. Wir müssen jetzt aufpassen, auch auf den Grenzen, ne? Müssen aufpassen. Gut. Sind nämlich schon jetzt hier im Kranz 1. Ich wollte sagen, war eine gute Idee, aber hat zu lange gedauert. Hätten sie da ein bisschen mehr Druck gemacht, schnell bei A rein, das gezogen, dann hätten sie dann wieder ausstellen können, okay, aber so hat es jetzt einen Tick zu lange gedauert. Weil Nation ist wieder im Ball, ne? Die sind schon fast im Kranz hier drin. Aber wobei, es klappt ja doch. Nicht. Schön. Bei A kommt so. Bei Breakthrough gerade drin. Breakthrough sichert hier schön auf C ab. Ach, muss ich da geschlagen gehen, aber das gibt jetzt was hier hinten. Schön, hat er gut gemacht, die Wurst. Und die sind da zu dritt auch auf C irgendwie, der Gegner. Das ist irgendwie, die kommen da schon wieder nicht raus. GRR zieht schon wieder die Line. Zack, Wurst schön, den ersten gezogen und den zweiten gezogen. Schnell nachladen, da kommt der dritte auch schon gleich, pass auf. Nee. Wurst kennt da nichts. Schade. Aber er hat einen Triple Feed, das ist doch schon mal gut. Hat er alle gezogen. Wurst macht das gut. Da steht da hinten, manchmal glaubt man, dem wird langweilig, aber auf A kommt jetzt gleich schon wieder der Rush. Kriegt das mit, Haze, der kann dran. Opi, Opi bin ich dran. Opi? Jetzt zum Beispiel. Ah, komm da. Die Panzerbüchse sind in der Disco. Schauen wir an. Weißt du, was mir persönlich gerade fehlt, ist Rauch. Die sollten noch ein bisschen die Leute blind machen. Gerade in A-Gang. Einfach eine Rauchgranate rein, zwei Stück. Und dann einen hinten reinstellen, ja, zum Schießen und die anderen pushen. Ja, jetzt kommt Rauch. Um auf C auch rauszukommen. Die kommen da ja gar nicht durch, die armen Teufel. Break sichert hier ab mit der Wurst. Das ist ja Wahnsinn. Break hält jetzt an, Wurst macht sie fertig. Die ziehen ja einfach, aber auf A, die kommen jetzt auch von außen. Hier, guck mal, ich bin mal bei Heisenberg drin. Der ist ja außen, der hängt gerade ein bisschen im Stacheldraht fest, aber... Hier, erste Hilfe. Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Mal kannst du so durchlaufen über das Scheißzeug und mal hängst du drin fest, als wäre es irgendwie Kleber, ey. Das ist... Ja, ich bin letztes Mal auch gestorben, ey. Das war richtig doof. Schön gezogen. Schön gezogen von Kantrum. Der hat hier auch super abgesichert. Aber guck mal hier, das sind jetzt... die BFN ist jetzt mit 4-5 Mann alle im Kranz 2 drin. Dafür zieht die GHR zieht hier mit Wurst ganz frech einfach C. Aber weil auch alle down sind. Mhm. Die machen jetzt den riesen Rush zu dritt auf A. Obi hier ganz alleine jetzt noch bei A. Da bin ich mal gespannt. Wie lange kann er sich halten hier? Nicht so lange. Ja, trotzdem. Das Triple ist da. Da muss jetzt was kommen. Ja. 5 Mann, da hat er keine Chance. Gut, jetzt haben sie es abgewendet, aber
Das sind schon wieder 30 Punkte Vorsprung. Ja. Dann Matt ist hier mit der Hellriegel drin, nur noch mit 22 HP. Ja, ist ja lange. Also anscheinend ist die Mini-Granate auch erlaubt, sehe ich gerade. Weil der Haze wirft die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist oder ob das jetzt ein Fehler von ihm ist. Das könnt ihr gerne mal im Chat beantworten hier im Stream. Fällt uns wieder auf. Mini-Granate ist die Impact-Granate, oder? Die direkt explodiert. Oder nee, ist das andere Wort dafür? Gibt, da nennen sie es unterschiedlich. Die Mini-Granate ist eine Granate, die kann man weiter werfen als die normale. Die macht aber weniger Schaden. Ah, okay. Okay. Die Impact-Granate, wie gesagt, ist halt die Granate, die halt direkt. Aber ich denke mal, wenn die nicht weniger, wenn die weniger Schaden macht, vielleicht ist die doch. Dafür hast du aber zwei Granaten dabei, ne? Und die kannst du weiter werfen. So. Tja. Weg ist safe von GAR. Und schaust sie an, sofort wie wieder Linie gezogen. Weil sie genau Wurst, wissen. Ich bin bei Wurst drin. Erster, zweiter, Wurst macht hier schon wieder seinen Job. Überragend. Schon wieder auf seinem Balkon. Sicher zu C rein. Kranz 1 wird durch Break komplett abgesichert und die Wurst geht wieder rutzfrech auf C gegangen einfach. Der fängt einfach an C zu ziehen. Guck dir den an. Ja. Der ist echt frech. Dafür sind sie jetzt alle wieder auf A. Ja, hat er gemerkt, dass es geht, ne? Ich meine. Hier kommt der Push wieder auf A, aber Heisenberg geht weg. Geht Heisenberg hin. Und der probiert zu sichern. Der probiert zu sichern. Konnte er sich lange halten, muss ich dann aber geschlagen geben gegen Break. Oh, der hat ihn dann doch gezogen. Jetzt ist irgendwie C in Hand von GHR und zwei Flaggen in Hand von den Deutschen aber von Battlefield Nations. Schau es dir an, Sven ist hinten auf B gekommen. Unbemerkt anscheinend. Bin mal bei ihm drauf. Andersrum. Mensch, zwei. Ich frag mich das ist egal, nicht. Wie ich es gesagt habe, ne? Das erste war falsch rum gesagt, ist jetzt aber so. Und C, guck mal, und auf A gehen sie auch. Guck mal in die Overview rein. Die haben sich gerade B zurückgeholt und auf A sind sie auch drauf. Ah, okay. Geht, konnte geholt sein. Sauber. Aber hier bei B spielt sich jetzt das Spiel ab. Wo ist Turbo Feld? Jetzt haben wir nur noch den Kampfkorn, der ja auf der B-Flagge drauf ist. Aber das sind viele. Das sind viele, die da sind. Die sind in die Grenze reingegangen und pushen jetzt auch gleich wieder auf C rauf, aber. Ah, jetzt hast du bei Charlie. Break. Da kriegt er die Nage. Ich bin mal gerade bei Dopeful Income drin. Von dem GW-Clan, der hat sich nämlich gerade C geholt. Mhm. Entschließt sich hier doch durch die Mitte. Probiert vorsichtig sich hier auch mal so ein bisschen durchzuschlawinern auf dem A-Balkon. Na, Kollege, da kannst du nicht hoch. Nicht so. Ja, so. Warum gehen sie denn nicht auf die A-Flagge rauf? Die sichern zuerst alles außenrum ab und gehen dann auf die Ding drauf, aber gut. Ja, das fällt mir auch auf. Die sind ein bisschen zögerlich, um auf Flagge zu gehen, ne? Irgendwie. Ja. Die hätten gerade A super ziehen können und dann irgendwie geht der Heisenberg dann doch über den Kranz 1 durch den Innenhof, Treppe hoch, wieder auf den Kranz 1, um dann nach B zu gehen. Das fand ich gerade ganz, ganz eigenartig. Und hier, das ist jetzt GHR, ja, behauptet bei der B-Flagge, muss ich geschlagen geben, schade. Kantron muss ich da geschlagen geben. Aber vielleicht ist Triple für den Nächsten. Warte mal ab. Nee, guck mal, wo ist das mit Opi zusammen? Unten Kantron, jetzt so. Auf der B-Flagge. Schön mit der Nate, gesessen. Gut, B haben sie noch gerettet, aber trotzdem, CA. Jetzt könnten sie Druck aufbauen. Ja, und die gehen jetzt. Jetzt können sie Druck aufbauen, Nation könnte jetzt Druck aufbauen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell zur A durchbrechen können. Wir müssen jetzt, der Opi muss jetzt einfach schnell durchgehen. Bleibt nichts anderes übrig. Da, zack, schnell die A-Flagge ziehen, weil irgendwie sonst wird es echt eine enge Angelegenheit. Weil, die kommen hier schon wieder über den A-Balkon. Ich bin mal bei der Wurst drin. Der probiert hier auch diesen Balkon zu safen. Muss ich geschlagen geben, scheiße. Ja. Ja, der rennt halt auch immer dahin, wo es gerade knallt, ne? Schöne Breakthrough, hier den Kranz 4 auch gesichert nach hinten raus. Probiert
denke ich jetzt mal auf C einfach durchzurushen. Kriegt den Call, dass ich alles bei A abspielt und zieht C, ist auch ganz alleine bei C. Schön gemacht vom Breakthrough. Sauber. Mhm. Sauber. Und der Income geht jetzt wieder auf C drauf, aber ich denke mal nicht, dass er dafür Chancen hat. Ich gehe mal in seine Kamera rein. Oh. Oh. Kann sich aber durchsetzen. Dann zieht die C-Flagge. Ja, aber jetzt hast du wieder das. Jetzt sind sie mit drei Mann auf Bravo gepusht, aber haben Alpha außen vor gelassen komplett. Ne? Da ist keiner zurückgegangen und. Gut, das konnten sie durch den Zweikampf. Aber gut, der GHR liegt trotzdem vorne. Guck mal, die haben ja, trotzdem so viel Tickets rausgespielt. Davon mal ab, also es wird sich nichts verändern. Das sind jetzt vielleicht so kleine Flüchtigkeitsfehler, weil man dann einfach so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, das Triple hat es wieder gemacht, ne? Das ist halt. Kann man nichts sagen. Haben sie auch wieder stark gemacht, GHR. Jetzt auch, obwohl gegen Ende so ein paar Flüchtigkeitsfehler, die untypisch sind. Aber gut, man darf nicht vergessen, ist ein Mixteam, ne? Spielen in der Konstellation jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich. Behaupte ich mal. Und die kennen sich alle, ja. Aber jetzt in 5 von 5 haben sie wahrscheinlich in der. Ja, zusammen jetzt nur noch nicht gespielt. So, also, gleich mal abändern. Das ist die 2-0 für GHR White. Stark gemacht, GHR White kommt langsam, Simon. Wie fühlen Sie sich als Squad-Leader von GHR Black? lass sie kommen. Nein, du. Ich gönne jedem einen Sieg, wenn er vernünftig eingefahren ist, warum denn nicht? Schön, ein schönes Spiel, darauf kommt es an. Opi stark mit 18-5, sauber. Opi stark, Opi hat ein gutes Spiel gemacht. Aber alle, ne, da kann da keiner was sagen, da hat ja keiner ein schlechtes Spiel gemacht. Vielleicht Pech gehabt oder so, aber eigentlich an sich so die Laufwege, ich war oft in der Overview drin. Was mir aufgefallen ist, aber bei Battlefield Nations sehr, 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 sehr zaghaft, was die Flagge angeht. Das ist auch mein Empfinden, definitiv. Also Die gucken da um die Flagge rum, statt wirklich drauf zu gehen und mal zu gucken, probieren sie erst so die Umgebung zu clearen, aber das sind natürlich bei Ticketrückstand, ist das natürlich, das sind verschenkte Tickets. Das ist mein Empfinden dazu. Ja, und auch der Push teilweise von Charlie auf Alpha ist ein bisschen vereinzelt nur über den Innenhof gelaufen und dann mal kleckerweise über den A-Gang, da hat ein bisschen das Zusammenspiel gefehlt, sag ich mal. Gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie oft jetzt Battlefield Nation, die haben sich ja auch neu formiert, ist ja jetzt quasi ein Fun-Trainings-CW, so ja, kann man das klar. Ja fast schon sehen. Spielen wir jetzt noch eine Runde Ball dabei? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, das war beim Serverstart einfach nochmal von vornherein so eingestellt. Dann setzen wir die Punkte einfach auch mal auf S1 soll, wenn wir die nochmal spielen. Peng. Dann war halt Serverstart gleich auch komplett neuer Start. Dann ist das halt so. Oh ja. Entschuldigung. Da wäre müde. Ja, aber. Ja, ich trinke mal jetzt ein Getränk, was mich wieder ein bisschen fit macht. Oder? Nee, das wird zu spät, sonst kann ich die halbe Nacht nicht schlafen. In meinem Alter, Mensch. So. Neue Runde, neues Glück. Ja, erzähl mal, Chef. Ja, siehst du, jetzt macht der GR mal den Außenspost Opi. Undercover unterwegs, Richtung Bravo. Er geht vor den Zweikampf rein. Warum wollen meine Tasten nicht funktionieren hier im Stream? Wir haben jetzt ja mal die Vereinigten Staaten ist ja die Battlefield Nations Deutschland und das deutsche Team wird gespielt von der GHR. Da sind wir mal gespannt. Momentan geht die B-Flagge. Das ist so ein bisschen die umkämpfte Flagge irgendwie, dass man die Linie halt aufbauen kann. Ja? Aber hier Wurst Turbo lässt sich wieder nichts nehmen. Zack, zack. Hat er sie wieder beide, zieht sich die B-Flagge, das ist gut. Aber wir haben da hier auch schon den Heisenberg, der wieder probiert, die A-Flagge zu pushen ein bisschen. Jetzt kann man hier wieder gut sehen.
bitte. Ah, schade. Verkennt aber die Situation, dass er da völlig offen ist, ne? Aber der Hayes probiert hier auf B zu rushen und hat es auch nicht geschafft. Gegen die Wurst ist das auch nicht leicht, das da dort durchzukommen. Ey, das ist schon. Na, ich guck mal, was Cantron macht. Wo ist der Cantron? Guck mal, was Cantron macht. Dabei. Der ist hier bei der A-Balkon. Da war er am Nachladen. Da kann man da nicht mehr schießen. Das ist ärgerlich immer. Dann gucken wir mal Break an. Break ist hier kurz vor A, probiert hier nach hinten raus zu sichern. Weil sich doch relativ viel hier innerhalb des Kranzes irgendwie bei der B-Flagge abspielt. Oh, ich fieber hier richtig mit gerade. Ja, aber guck dir den an, den Break. Guck, so. Zack, zack, zack. Schau es dir mal an. Also Nation macht gerade ein bisschen Druck. Ist in der Anfangsphase gerade. Ja. Die ziehen gerade gut mit. Machen schon Attacke. Jetzt ziehen wir C. Die machen schon Attacke, jetzt hat, ja. Jetzt hat GR den Fehler gemacht, Schale nicht zu verteidigen. Aber Mats hat es gescheckt und will zurück. Ich gehe mal Mats mal rein. Oder Matt McGinn-Fehler. Ja, Flagge ziehen sie ja auch. Darf man ja nicht vergessen. Ja, Flagge ziehen sie ja auch. Ja. Matze, wo ist er denn? Gleich zwei. Jetzt hier bei der C-Flagge und zieht die C-Flagge. Zack. Mhm. Jetzt gehen sie schon wieder auf Triple. Einfach, weil sie wissen, weil sie es können. Weil sie es können. Ja, nee, die wissen das. Die haben das jetzt schon in der ersten Runde, die ja jetzt nicht zählt, haben sie gesehen, haben sie die Schwachstellen gesehen. Mhm. Das macht er gut hier, der Matze. Der sichert die C-Flagge, das Triple für GHR. Ja, das heißt eigentlich nur noch halten, ne? Jetzt haben sie lange Laufwege. Das wissen die jetzt natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, C ist gerade schon wieder nicht gesaved. Sehe ich das richtig? Ja, die haben, glaube ich, gerade die Vermutung, dass sie hinter B spawnen, also ganz außen den Spawn haben. Dementsprechend. Haben sie ja auch gemacht. Ja, aber die hatten ja den Kranz 3 Spawn, nicht den Kranz 4 Spawn. Den Kranz 4 Spawn, nicht den Kranz 3 Spawn, so. Der ist ja schon recht nah an Charlie. Ich bin immer noch bei Matze drin, du. Der hält ja hier jetzt den Kranz, ich weiß nicht. An den Triple zu heikel, dass sie jetzt gesagt haben, lass uns mal lieber auf zwei Flaggen konzentrieren, oder? Über 30 Funken vorstellen, ob das so heikel war. Ich glaube, eher hat sich gelohnt. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sie da nicht auf der C-Flagge einfach geblieben sind. Aber Matze zieht sich ja schon wieder die C-Flagge. Wobei A geht auch schon wieder, ne? Bei A ist der Kampf. Geht jetzt aber auch zurück in die gepflegte Herrenrunde. B geht dafür saumäßig schnell. Sanitäter! AC finde ich persönlich hat auch mehr Pfiff. Hat auch mehr Pfiff, die ganze Geschichte. Weil bei AC hast du ein bisschen mehr Action im Spiel. Beim anderen haben wir vorhin gesehen, da ziehst du die Linie, ja. Aber hier. Ja, bei AC. Du kannst die Linie auch ziehen. Bei AC spielst du ja auf B hinaus, ne? Dann versuchst du die Leute auf B rauszudrücken, die Flagge zu ziehen und die halt auf dem Backspawn hinter B zu drücken, ne? Das ist ja eigentlich immer das Ziel der ganzen Geschichte. Ja. Das hat Nation geschnallt. Ich bin mal bei Cantron drin, der ist hier hinten in der Disco und probiert nach A abzusichern. Nation hat das ja geschnallt. Ja, irgendwie, da knallt's gleich beim Cantron. Die sind hier mit drei Mann im Gang von A nach hinten in der Disco. Cantron konnte ja auch schon einen ziehen, aber. Schade. Da ist er weg. Aber gut, Matze ist da jetzt alleine, sollte warten. Er sichert schon mal ab. Aber der Cantron, der spielt auch die 835 Werk, ne? 5 Schuss, so habe ich das gerade richtig gesehen. Ah, da hat er verengt. Ja, das kann sein, ach Mist. Scheiße. Ja gut, jetzt rushen die da mit 3 Mann, aber nee, nur mal 2 Mann. Einer geht schon wieder zurück Richtung A. Hier, der Hayes. Gewagt. Alleine. Und sprengt sich selber in die Luft? Nee, es war Break. Nee, es war Breaks. Ich habe gedacht, das wäre seine gewesen. Ja, gut, somit haben sie halt Angriff abgewehrt und auf B noch sitzen, ne? Ja gut, aber jetzt haben sie halt hier den Hayes, der ist zwar probiert, bei A irgendwie Blumentopf zu gewinnen, aber muss sich geschlagen geben. So, jetzt ist einfach die Linie in umgekehrter Reihenfolge wird jetzt gezogen, ne? Es dürfte ja eigentlich kein C und kein A-Spawn eigentlich kommen.
oder? Kann das noch sein? Nein, 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 definitiv nicht. Das kann nicht sein. Und dann wäre es ein Fehler im Spiel. Zugunsten des Nation Teams, aber ich glaube, das wird jetzt nicht passieren. Aber das ist genau das, was passiert jetzt, ne? Die ziehen jetzt Bravo. Ja. Triple. Jetzt guckst du an, den untersten Spawn, lange Laufwege, damit das Spiel eigentlich gegessen. Ja, der ist rum. Der Drops, der ist gelutscht. Ja. Aber sauber runtergespielt. Ich glaube, die spawnen auch gar nicht mehr jetzt. Genau wie es gemacht. Ja. Ja, haben sie gut gemacht. Guck mal, wo die spawnen. Anus Mundi, hinter B. Ja. Also eigentlich hätte man da auch gar nicht mehr spawnen brauchen. Ist ja nur noch doch schnell spawnen und eine Nade werfen, gucken, dass man vielleicht noch was ziehen kann, aber... Ja, das wenn du den Spawn kriegst, dann hast du eigentlich... Ich sag, in der frühen Anfangszeit kann man sowas vielleicht noch rausholen und nochmal drehen, aber wenn das irgendwie bei 50 Ticks passiert, dann bist du eigentlich schon verloren auf der Karte. Ja. So schnell. Aber trotzdem muss ich sagen, GHR stark. Ja, aber Nation hat diesmal ein bisschen mehr mitgespielt. Also in der Anfangsphase. Jetzt zum Schluss okay. Ja. Aber oh. Da siehst du auch wieder die Tickets, ne? Ach, die Tickets, die Frags-Verteilung. Ja. Wer da die Zweikämpfe gewonnen hat. Oh, Breakthrough schon wieder sackstark. Das war eine schöne Runde. Ja, da kannst du mal gucken. Irgendwie immer, guck mal, der Wurstturbo und Breakthrough, da gucke ich auch echt oft rein. Die sind immer da, wo Action ist. Sehr aimstarke Spieler. Ja, der Break hat da, die Regel anscheinend nicht verlernt. Nee, nee. Spielt er wohl immer noch gerne. Oder kann er noch gerne spielen, ja. Sagen wir mal so. Aber gut für unser Black Squad. Ja, gut auf der Gegenseite. Das ist ja mein Junge. Ja. Der Papa braucht ein paar neue Schuhe. Ja, Black ist gut. Aber hier auf der anderen Seite, gut, ich meine, das ist halt natürlich auch echt schwer gewesen. GHR hat es denen nicht leicht gemacht, ne? Hat es ja, denen nicht leicht definitiv gemacht. Definitiv. Ja, abwarten, was auf dem nächsten Part passiert. Jetzt spielen wir ja Wald. Wobei... Diese Karte ja, natürlich ja, auch sehr, Spawn, sehr, ja. Sehr stellungslastig gespielt werden kann. Ne? Also wenn du da richtig stehst, hat der Gegner auch kaum Chancen, von der jeweiligen Flagge runterzukommen. Mal schauen. Man kann es den Gegnern echt schwer machen. Ne? Also gestern das Spiel White gegen Code Zero, das war ja auch auf Argon. Das war echt eine gute Runde auch für Void. Also da muss man gucken, gibt es ein paar gute Stellen, die man spielen kann. Okay. Aber ich sehe nur 4 Leute bei Ding drauf. Warum wird da die Runde gleich gestartet? Mhm. Jetzt hoffen wir mal, dass keiner spawnt. Es sind nur 4 Spieler bei dem BF Nations drauf. Was ist da los? Ja du, mal gucken. Ob sie spawnen oder nicht spawnen. Der Sven-Man fehlt. Nee, Sven-Man ist da, der fehlt. Matze ist natürlich gespawnt. Der hat wieder geschlafen. Ja, solange er stehen bleibt, ist alles gut. Nee, jetzt hast du halt wieder die verrückten Spawns. Dann spawnen die wahrscheinlich nicht mal B rein oder so. Mal schauen. Ach so, deswegen. Ja. Ja. Aber er bleibt noch warten, der Matze. Ja. Vielleicht schon ein bisschen Flagge ziehen. Ah, ich bin gespannt. Letztes Mal wie heißt es? Stormpro. Die haben es ja gezeigt, wie man auf dieser Karte wirklich stellungsbasiert spielen kann. Ne? Also das war wirklich Bilderbuch. Das war ein geiles Spiel auch. Ja. Ja. Tribe gegen Stormpro. Das haben sie stark gemacht. Und da hat Stormpro echt gezeigt, wie man diese Karte echt... Haben wir auch auf... Bitte? Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, haben wir doch auch als Video noch bei uns im Kanal drin. Auf YouTube-Kanal. Auf Nachgang auch noch also hier glaube ich auch noch. Das wird ja glaube ich 2 Wochen auf Twitch gespeichert, dann wird es automatisch gelöscht. Ja. Aber ja. Auf unserem YouTube-Kanal ist es auch hochgeladen. Genauso wie dieses Spiel. Spannendes Spiel. Das war. Da kann man sich das nochmal angucken, wie man auf Argon wirklich paar Excellos spielen kann. Da habe ich. Die haben super Stellung gehabt, um die Wege abzuaimen. Das war super. Da kann man nichts sagen. Tja. So, ich hau mal eben mal ein Join Us bei uns rein. Dann hau mal ein Video rein. Ja, einmal kurz ein bisschen die Zeit überbrücken. Das Ergebnis muss ich auch machen. Jo, was soll man sagen?
Wir warten 2 Minuten einfach. Rum und noch nichts passiert. Was sagst du? 2 Minuten rum und noch nichts passiert. Aber gut. Wir warten, wir warten, wir warten. Wir sind ja geduldig. Von daher. Natürlich. Natürlich. Gucken, vielleicht der Matze was geschrieben. Ehrlich nach, ja. Ich glaube, entweder ist das Inet weg oder ein zeitliches Problem. Mal schauen. Und sonst, Micha, was gab's zum Mittagessen? Eine Butterbrezel. Butterbrezel. Ach, Jungs, das ist doch blöd. Nee, ich weiß nicht. Ich konnte heute irgendwie nach dem Wahlergebnis nicht wirklich was runterkriegen. Oh, ist politisch. Oder bin ich voll auf deiner Seite? Die braune Opi wird leider auch gespawnt. Opi, ja, Opi. Mhm. Vielleicht will Opi Matze erschienen. Opi ist noch mit drauf. Ja, ich weiß nicht, ich guck da mal rein. Ich gehe da mal rein zu den zwei, was die machen, die zwei Kasper. Ich gehe auch mal rein. Opi ist. Die kuscheln ein bisschen. Schau es hier an. Ja, die machen Gewehrkuscheln. Wie heißt das? Eskimo-Kuss, ne? Nase an Nase. Wollt ihr etwa Koitus ausprobieren oder was? Schau dir das mal von oben an. Scheiße, ey. Ich wette mit 100%, dass er der Opi angestiftet. Ach ja, Leute. Es wäre schön, wenn wir das Match starten können. Ja, was willst du machen? Ich hätte ja gerade von dem BF Nation Team ein bisschen mehr Qualität erwartet. Ja, gut, ich meine, bei Internetproblemen kannst du wenig machen, ne? Ja, who knows, who knows. Ich hoffe, es ist daran verschuldet, dann kann man das nicht. Ja. Ist es nicht putzig, wie sie springen, die Buben? Geht mal raus und spielt ein bisschen im Wald, an der frischen Luft. Und guck sie dir an. Ich bin da mal hingeflogen mit der Kamera. Vito, auch voll drauf. Sehr, sehr anschaulich aus. Früher in, als ich in eurem Alter war, sind wir noch in den Wald gegangen zum Spielen. Der Gamer von heute weißt du noch, macht Battlefield an. Wie heißt denn dieses kennst du noch dieses Spielchen? Das ist so ein halbrundes Ding, wo grün, gelb, rot, blau drauf sind als Farbe. Und dann kannst du da immer draufhauen und dann sagt er einmal gelb, hier kam gelb, rot, gelb, rot, grün. Wie hieß es denn noch? Jeopardy? Ne, Jeopardy hieß es nicht, ne? Ah, ne, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. So sieht's gerade auch wie aus. Wie das heißt, weiß ich nicht. Was machen sie denn? Was spielen die denn jetzt? Ja, der Kantron will auch mitspielen. Der Kantron will auch mitspielen. Ah, du bist in der Draufsicht. Flieg mal mit der freien Kamera nebendran. Nee, ich bin freien Kamera. Ich muss meine Kamera ein bisschen runterstellen, also irgendwie. Ach Mensch, das ist aber echt ärgerlich. Man weiß ja gar nicht, was man da erzählen soll vor lauter. Ich könnte mal reingucken, ob wir schon die nächsten Ergebnisse vom German Ultimate King Cup haben. Ja, wer spielt denn heute überhaupt? Ich eigentlich müssten die Spiele des ersten Gruppentages schon vorbei sein und alle Termine eingetragen oder alle Ergebnisse eingetragen sein. Kann ja sein, dass heute schon einer vom zweite Runde jetzt schon. Nee, kann nicht sein, da die Gegner noch nicht. Jetzt haben sie lange da. Jemand sagt, heißt das? Was möchtest du, Sabia? Sabia, du musst dich bitte klar und deutlich ausdrücken. Dann, ach, das Spiel. Ja, das Spiel. Das Spiel, was die gespielt haben. Simple Simon Says. Kennst du es noch aus der Schule?
Ach so. Simon sagt, ja, Simple Times says, clap your hands. Und dann hat auch der Lehrer immer gespielt. Das haben die gerade gespielt, das meinst du, hat er bestimmt. Man darf es ja nicht vergessen, der Delay zum Stream, da ist man manchmal raus. Ja. Scheiße. Nur Quatsch im Kopf. Ich flieg mal eine Runde hier durch die Map. Das ist echt schwer, Hier, ey. der Michi hat Probier Ahnung, ja. mal. Ne, probier Entschuldigung, mal. Mach mal zack. wirklich so aus Spaß. Was denn? Ich flieg gerade. Das ist quasi die Kombination mit der Kamera durch den Wald mit der freien Kamera von Flagge zu Flagge. Probier das auch mal ohne einen Baum zu berühren oder einen Strauch. Das ist voll schwer, Mann. Das ist echt voll schwer, probier mal. Das ist voll krass. Ja. Also entweder hast du motorische Nichtigkeiten oder... Ja gut, kommt da. Oh, da sind sie gespawnt auch. Die sind zu dritt. Sind sie drauf. Wir haben den Anfang verpasst. Opi. Opi ist gespawnt. GHR ist jetzt schon bei A. Zack, alles schon. Guck, wir haben Battlefield B-Spawn Nation hat die gekriegt. B-Flagge. Ja. Hab's ja gesagt. Damit rechnet ja jetzt auch keiner, ne? Ja, doch, war ja klar. Also, was halt ein bisschen versetzt Break macht ist. hier gleich die Mitte. Ich geh mal bei Break rein. DFN. Ja, probiert jetzt zu dritt. Ja, Break probiert mal auf C zu pushen, Haben Sie aber. den neuen Spieler? Ja. Jo, wir haben den Red Tree, ne? Ah, that tree, ja. Der ist neu, stimmt. Also ganz ehrlich, die haben alle verschiedene Clan-Tags. Ich möchte gerne mal wissen, welchem Clan die angehören. Das sollte mal hier einer im Chat reinschreiben. Wir suchen nämlich immer neue Gegner im T5. Und mittlerweile kennt man halt Definitiv. die Leute. Und da wäre ein neuer Clan mal ein bisschen frischer Wind, ne? Also, warum nicht? Oder auch gerne über Clanswap einfach mal eine Anfrage stellen. Weil das ist echt immer schwer. Deswegen habe ich gemeint, sowas sollte man tatsächlich wissen. Wie die Clans heißen, dass man da hier gleich neue Gegner hat. Aber jetzt ist das hier bei C am Mussel, gucke ich gerade rein. Bei Break, Hier ja. beim Sven bin ich gerade drin. Aber bei Break, wollen wir, dann gehen wir doch mal zu Break rein, da ist er. Der hat ja Ist hier gleich. auf C ist da einiges los da. Beim Mosfik da hinten zu dritt der Ja. Gegner. Oh, Naja, Break halten verlässt halt den konstant Mosfik. ihre zwei Flaschen, ne? Natürlich aber auch gefährlich, ne? Und darf nicht verpassen. Jetzt ist der Mosfik. Ah, schön gemacht. Ersten hat er. Ah, scheiße. Haben wir da wieder Hat natürlich gezogen. dann. Na gut, somit fällt jetzt C. C ist schade. Ja, Matze mal drin, der kann hier den ersten auf der Mitte B ziehen. Weil. Ja, sehr schön. Sehr schön von MadMagern gemacht. Die Pusht Hellerik hier liegt vor ihm auf wohl, B, wa? ist momentan auch allein. Ja. Ganz. Ich kann die echt nicht spielen. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Ich spiele mit der wie der Henker. Aber gut. Nation drückt jetzt wieder auf die C-Flagge rauf, ne? Auf die B-Flagge drauf, meine ich. So, was haben wir denn? Schön Wurst zusammen mit dem Ding hier auf C haben Wurst und Breakthrough die C-Flagge gezogen. Das ist gut. Ah, Müssen jetzt könnte jetzt natürlich GR den Vorteil sich ausspielen, ne? sortieren. AC, Wege zumachen. Mal schauen, Ja, was da bis jetzt, ich bin passiert. gerade bei der Wurst drin, der sichert eher so im defensiven Bereich ab. Ja, da sehe ich schon die erste Rauch. Schön. Was ist das denn für eine Waffe, die Mondragon spielt da? Mondragon Sturm. Gerade auf dieser Karte sehr, sehr effektiv. Also, finde ich persönlich. Guck, da ist ja die Ja, da Taschenpistole. ist er. Da ist Hey, er. das ist Tak, 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 tak. der 1911 Colt, ne? 1911 ist das, ne? Ah. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Aber gut gemacht. C schön abgesichert. Hier ist aber Achtung. Hier, that tree. Kurz vorm Bunker 2. Will auf A pushen. Ah, das ist, dann machen sie das auch nicht so einfach hier, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Sind jetzt aber zu dritt bei A. Das sieht natürlich blöd aus jetzt hier für MadMagan. Der hat den ersten gezogen, schön gemacht. Ist Der jetzt Mann, erst hier aber Hilfe. noch mit einem weiteren Gegner beim Bunker 2 beschäftigt.
ganzes Magazin verschossen. Aber er, der andere hat es tatsächlich geschafft zu überleben. Na gut. Macht nix. Hat er schön gesaved? Ah. Aber dafür kommt jetzt hier bei Break. Genau. Der Moosweg. Ich geh mal bei Heisenberg rein. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Heisenberg auch ein guter Spieler. Der hält sich auch immer relativ lange hier unter den Lebenden. Schön gemacht, Break. Schöne Position. Heisenberg will nicht die zwei. Star. So. Gucken, was der Break noch macht. Leute abschießen. Zack. Aber egal. WDB, die haben ein Bier in dem Emblem drin. Das sagt mir zu. GHR findet nicht wirklich in die Ding rein. Die sind zwar ticketmäßig zwar vorne, aber schaffen es irgendwie nicht, hier die zweite Flagge zu ziehen. Die bleiben konstant bei einer Flagge und BFN macht denen das Leben wirklich schwer. Mhm. Also, ich bin mal gerade beim Heisenberg drin. Okay, weil geht natürlich auch mal rein. Ja, gut gemacht von Kanton. Es würde gesagt, dass ja, die sind ja jetzt zu dritt, zu viert sind die ja jetzt auf der B-Flagge. Ja, pushen aber, gleich aber weiter, im Gegenzug pushen jetzt unten der Svenny Hillside, ne? Wenn er seinen Zweikampf gewinnt. Ne. Da konnte der Opi das klären. Opi macht das. Aber hier zu zweit, hier beim Dopeful, der konnte sich jetzt durchsetzen gegen Wurst. Schön gemacht. Ah. Das war's aber auch mit Dopeful. Somit, schön gemacht von GHR. Haben sich die zweite Flagge geschnappt, probieren jetzt das gleiche Spiel und wollen den Gegner konstant bei B halten. Und ein bisschen zurückdrängen. Aber die kommen jetzt. Achtung! Oh, die haben Obi weggeschossen auf A. Das ist doof. Somit ist A frei. A ist fast frei. Ja, ne, fast, ne? Matt McGann kann dann noch ein bisschen Widerstand leisten. Aber wie geht's? Wie geht's? Ja, er ist dann immer gleich mit ganzer Manneskraft da, um zu helfen, aber ist so ein bisschen von der Abstimmung her. Aber gut gemacht, trotzdem. Kann man nicht sagen. Wichtig ist ja, das Ergebnis zählt. Breakthrough probiert jetzt wieder, hier über seinen Stein nach C zu kommen, aber hat da keine Chance. Aber wer ist denn hier durchgekommen, sehe ich hier gerade. Aber C konnte geklärt werden. Und Dopeful. Bei C ist alles los. Irgendwie der GHR schafft es jetzt. Hat sich wieder zurückdrängen lassen auf die A-Flagge. So wie vorher schon mal. Sehen wir jetzt das gleiche Spiel nochmal, dass der GHR sich die B-Flagge schnappen kann und dann wieder die zwei Flaggen hält. Schön wär's ja. Aber guck mal auf C an. Stehen sie mit zwei Mann da irgendwie mittig auf C rum? Drei Mann sogar? Ja, die halten einfach C. Ja, vier Mann sind das mittlerweile. Einer ist ja hier vorne. Einer ist ja an der Mitte jetzt. Aber, nee, um B zu halten nicht. Aber ich kann das auch nicht verstehen. Aber die wollen jetzt wahrscheinlich gleich einen Flaggenwechsel auf A wieder machen. Oder ja, auf B. Opi parken sie mal auf Alpha drauf. Aber es traut sich keiner runter, ne? Nö. Oh, hier, ich bin mal bei der Wurst wieder drin. Der probiert hier über Mitte B. Ah, das wird... Ich weiß es noch nicht. Die kommen hinten über den Moosweg. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Break, super gemacht. Wo Heisenberg rein. Der pusht ja gerade den Moosweg. Exit lauert schon. Ja, aber der sieht er. Sieht er, was da hinten ist? Ja. Aber laut Minikarte tippt. Das passt ja auch nicht die Anzeige wieder. Ja, Matze gegen den Zweikampf, sehr schön. Aber nicht vergessen, Achtung, Dopeful ist hier hinter Heisenberg gewesen. Hat er Rauch geworfen, um sich da raus zu da ist er. Stehlen aus der Situation. Oh. Oh, stark gemacht. Matze den zweiten geholt. Matze, super die B-Flagge gehalten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber hat jetzt natürlich gegen zwei Leute keine Chance.
Siehst du? Aber warum ist da keiner reingespawnt? Zumindest Randy. Weiß ich nicht. Da sind gerade Weiß ich nicht. mittig reingespawnt, anstatt eben auf den B-Spawn zu warten. Ne. Auch nicht schön. Ne. Aber trotzdem gut gemacht. Aber die Taktik von BFN ist die CB. Immer wieder drücken sie den GHR auf die A-Flagge zurück, schnappen sich alle anderen Flaggen. Hier auch C, jetzt ganz kurzfristig auf dem Weg in GHR-Hände, aber direkt unterbunden hier von BFN. Wie beharren hier auf ihrer Taktik, die C und die B-Flagge zu halten? Wenn man bei der Wurst drin, der hat sich irgendwie geschafft, hier nach C unten reinzukommen. Wie er das auch gemacht hat. Aber der ist halt frech, ne? Der drückt sich da einfach rein. Aber ich finde, die hat die falsche Waffe für den Nahkampf. Montra ist mir persönlich zu langsam. Ich spiele auch lieber mit anderen Waffen, aber. Oh, da ist jetzt was los unten. Achtung. Jemand, erste Hilfe. Aber. Macht er trotzdem. Also. Ja. Wurst halt, ne? Wurst. So, jetzt können sie Verteidigung aufbauen. 2A, 3C, einer Moosweg, zwei Mitte. Das ist wesentlich enger hier. Jetzt können sie aber sauber runterspielen. Wenn sie jetzt die Wege zumachen und die auf Distanz halten, dann nichts mehr anrennen Geh lassen. mal bei der Wurst rein. Geh mal bei der Wurst rein. Ich glaube, da kommt jetzt gleich was über die Mitte B. Da fliegt nämlich schon wieder Rauch und Break ist auch eine Bedrohung. Um gleich zwei Uhr. Ja, der erste. schön gemacht vom Break. Oh, Moosweg, nein! Und Wurst muss ich auch geschlagen geben. Wer lebt denn da noch? Keiner lebt mehr. Keiner, jetzt musst du. Nein! Scheiße. Na gut, aber gut gemacht. Aber Ja. bestätigt schon wieder BC. Definitiv. Also es kam bis jetzt selten Push über Sumpfweg. Also jetzt kommt mal einer auf die Idee, hinten rumzulaufen. Der Dopeful. Aber es kommt leider zu spät. Die Runde ist vorbei. Ja, aber war eine spannendere Runde als die vorhin, ne? Ja, Irgendwie definitiv. vorhin Also, war eindeutig. hier können die Stark gemacht. Schuhteam besser mithalten. Aber der Tree hat ja auch neuen Wind reingebracht, ne? Wir schauen gleich mal auf die Ja, Stats, wie er sich wahrscheinlich. geschlagen hat. Oh, schön gemacht auch. Mir fällt gerade ein, es ist nicht Immer. 2-0, es ist ja ein 1-0 für GAR, weil die Punkte gibt es ja pro Karte. Und nicht, doch pro Karte und nicht pro Runde, so. Hättest mal die Tickets gesammelt einfach. Dann steht Wissen ja. wir beim nächsten Mal. Wissen wir beim nächsten Mal. Ich Na, kann guck mal auch. hier, Breakthrough eindeutig, ne? Mit 24, 14, Mad Megan 13, 12, Kantron 11, 5, Wurst mit 13, 9 und Obi auch stark mit 9 zu 2. Wen haben wir da? Den Aber Davidages. guck dir Tree an. Der hat einen guten Einstand hingelegt, definitiv. Wenn er Jo. 14-8 gegen solche starken Gegenspieler ist das schon eine Hat er Nummer. gut gemacht, ja? Da kann man definitiv stolz schon sein, wenn man da fast eine 2er-KD gegenfährt gegen das Team. Jo. Ja, hat er gut gemacht. Apropos Team, die Schön Jungs gespielt. vom BF Nation suchen immer neue interessante Anwerber. Also auch gerade auf anderen Clans oder falls ihr komplett neu seid. Der Leader vom Nation Team 2 hat mich darum gebeten, ein bisschen Werbung zu machen. Also Jungs, wer Bock habt auf Nation, die brauchen noch Personal, das willig und bereit ist. So, zweite Runde. Ich weiß gar nicht, spielen wir jetzt noch gleich die dritte Karte, wenn es 2-0 steht, oder hören die auf? Ich glaube, die hören dann auf. Ich Hm. weiß es Ich weiß nicht. nicht, Ich was glaube, vereinbart eins wäre die wurde. Ich weiß nicht, was Entscheidungsmap. vereinbart. Ah, mal schauen. Mal schauen. Klirgert mir mal. So. Alpha Spawn hat diesmal der GAR und Bravo Spawn das Nation Team.
Also diese Uhr, die sie da jetzt gemacht haben, ist dann schaltet zum und dann passiert erst nichts. Also ganz komisch. Welche Uhr? Ne? Die Das 5 Sekunden ist da. doch der Delay, Micha. Das muss Ja. so. Das sind diese 15 Ach so. Sekunden Verzögerung, die dann drin sind. Wobei ich das nicht Nee, mal glaube, nicht zum dass. Stream. Welche Uhr meinst du denn jetzt? Sondern. Ach so, die jetzt zu uns. Oh, okay. So, zwei Richtung B von Nation Team. Obi kann ja schön auf dem Seitenweg schon mal frei machen, ne? Geh Obi mal bei macht das Break gut. rein, der ist ja wieder ganz frech gegenüber am Pushen. Er pusht Richtung B, der Obi pusht auf C. Hier fliegt die Kuh hier hinten. Ich bleib mal kurz bei Obi drin. Ah, ich bleib auch drauf. Nicht, dass wir von zwei verschiedenen Richtungen reden. Scheiß Wetter. Ah, nee, war schön. Sehr Ja, schön. die hat gesessen. Perfekt Hat geworfen. gesessen. Hat er gut berechnet. Wind mal Blattlaub. Das ist Ja, hat er gut Pythagoras, gemacht. ne? So. Mit Mitternachtsformel gepaart. Ja, da ist es jetzt hier gleich am Bunker 2. Geht's jetzt gleich ab. Die pushen über die Mitte. Die Battlefield Nation, die wollen jetzt trotzdem, weiß nicht, bleiben sie sich jetzt ihrer Taktik treu oder probieren sie jetzt den GHR auf C zu drücken? Wegen Seitenwechsel? Einer pusht die Musik Richtung Charlie wieder runter, aber da lauter Break schon. Gehen wir bei Jumpful rein. Break, Ach Leute, da muss man doch hingucken und nicht durchrennen. Roman Level 20. Herzlichen Glückwunsch, Roman. Der ist schon fleißiger mit. Okay. Aber er ist nur dritter Platz. Wer ist denn erster Platz? Huhu. Gibt's eigentlich eine Rangliste? Kann man das auch eingeben? Hashtag Rangliste? Boah, muss ich mal gucken, wie das Kommando Oder hier ist ist. Ausrufezeichen Rang, glaube ich, ne? Ausrufezeichen Rank oder Rang? Dann könnt Oh, ihr dann gucken, wie ihr mein Weg kann steht. also vor mir. Ja, Nicht, dass wir gleich Ausrufezeichen hier. Rank könnt ihr gucken. So, bei Tweet gefällt mir vom Nation Team. Der ist ein starker Einzelspieler, definitiv. Tree hat das gerade auch echt gut gemacht. Aber hier, die probieren jetzt auch auf den Bunker 2 zu kommen, der GHR, ne? Erste Hilfe, Gerade bei Break Rettung! drin, muss ich hier geschlagen geben im Bunker 2. Gibt's das? Aber schau dir den Spiel an, Ja, A der sieht geht. ja gerade richtig gut durch, ey. Odin! Das ist ein feindlicher Sanitäter! Ja, sehr schön. Ja, der Junge gefällt Na, mir. Tree ist echt. Tree ist Erste stark. Hilfe, Also Rettung! Tree. Micha, du bist Level 1. Natürlich bin ich Level 1. Ich Du alter und deine Rettungsmission. GHR-Fanboy. Ja. Der Tree, er Aber sitzt ja auch in Feindlicher seinem Bunker und guckt da einfach, ne? Sanitäter! Was denn? Ah, der Feier ist auch Level 9. Welches Level bist du als Clan-Mutti? Ich hab ja gar keinen zweiten Twitch-Account. Oder einen eigenen. Ich bin Level 0. Ich vergib die Level quasi. Aber ist auch ein schönes Sternenspiel. Ich meine, schau es dir an. Linie ziehen über die Karte von B nach C. Richtung A geht auch. Machen Sie gut. Machen Sie gut. Also ich bin immer noch bei Red Tree gerade drin gewesen, der hier schön auch A gehalten hat und A verteidigt auch hat, ne? Wurst probiert hier an der Seite am Seitenweg. Was heißt probiert? Zusammen mit dem Matze. Feuer, warum haha? Level 9 ist Level 9 oder Rank 9. Oh. Erste Hilfe, nimm schon! Da ist Was noch ein Wurst macht Video. hier? Wer? Heisenberg? Der Heisenberg hat die Wurst gerade gezogen. Ich gehe mal wieder rein. Der ist zwar super low, aber pusht da Richtung Charlie.
Ah, er heilt sich gerade wieder hoch. Bin ich gespannt. War ja auch Charlie von GRR. Immer noch mit der Mondragon, ne? Ne, der Heisenberg hat die erweitert. Ah ja, Wurst war das ja mit der. Ja, der macht da auch gerade gut Action. Zieht jetzt schon den zweiten. So, jetzt müssen wir runter. Ah, wieder von Turbo geholt. Ach, schade. Aber er war trotzdem gut. Ja, so. Schade. So mit der Push. Ach, der Langwechsel. Abgewendet vom GR her. Der Tree macht ja gerade auch schon wieder ein richtig schönes Spiel. Ich bin mal wieder drauf. Ja, der fällt auf. Von NOS. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat. Hier ist er da. Schön. Spielt hier mit 8,35 oder mit was spielt er? Meisterschütze 38. Ja. Subdi, Level steigt man einfach durch Zuschauen. Du kriegst einmal durch Zuschauen Gentleman Coins und einmal einfach ein normales Ranked. Das mehr ist das nicht. Und mit den Coins wird es später auch möglich sein, Tickets für Giveaways und sowas zu kaufen. Aber bis wir da sind, das dauert noch ein bisschen. Oh, das ist das Triple für GRR. Ich hab noch verpasst. Ein kurzzeitiges Triple für GRR. Ich hab das nicht verpasst, ich guck das. Dann schreis rein, Micha. Nee, aber das war ja auch nur ganz kurz. Das war nicht wirklich der Rede wert. Da war nur wirklich Minimales. Jetzt zu dritt, was jetzt auffällig ist, die schwärmen jetzt quasi jeder einzeln für sich aus. Einer sumpfig, einer moosfig, einer Mitte. Können sie aber auch gerade machen, weil gerade der Push in Richtung Alpha läuft. Konzentriert sich irgendwie alles? Naja. Schade eigentlich, ey. Die haben gut mitgespielt bis zum. Naja, also die waren gerade eigentlich knapp hinten dran. Na, jetzt wieder das kurzfertige Triple, ärgerlich. Ärgerlich. Hätte mal ruhig eine Runde gegönnt, die Jungs. Der Sven macht gerade Panzerlux-Action Richtung Bunker 1. Das ist auch ein fieses Ding, ey, ganz ehrlich. Das, ich weiß nicht. Naja. A ist jetzt im Begriff auch in die Hände von BF nicht ja, zu gehen. Hier der Baum, Tree. Der will seine Wurzeln verpflanzen. Das, Macht er gut. Stark, ey. Der gefällt mir. Ja, Mann, was für den GR-Clan. Nein, wir wollen keinen abwerben. Ja. Der ist so gut, der könnte fast für den GHR spielen. Man könnte meinen, der spielt für GHR, so stark ist der. Aber hier Heisenberg pusht von hinten auf 10 drauf. Auch frech. Der Heisenberg ist die Wurst von den Battlefield Nations, meint mir. Der Scout. Wo sieht er ihn? Ne, macht er gut. Hat ihn gesehen. Und, Nein. Gute Reflexe von Wurst. Wenn ich in so einer Situation bin, ich verpeile dann immer voll, die Nahkampfwaffe zu ziehen. Aber hat er gut gemacht. Ja, man sagt ja eigentlich immer ganz, ganz frech Panic Knife, ne? Gibt ja viele Public-Spieler, die dann auf Reflex einfach mal besser drücken und dann sogar noch das Duell gewinnen. So geht mir das immer. Aber das Schöne ist ja, dass es hier, früher bei Battlefield war es ja so, dass es ein Knife immer One-Shot war quasi, ne? Also, hier muss ja ein gewisses. Okay. Lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, Messern war immer. Ich weiß nicht. Ich habe keine alten Battlefield-Teile gespielt. Battlefield 1 ist mein erstes Battlefield. Ah, ich habe auch Battlefield 4 nur im Hardcore-Modus gespielt. Achso. Doch, 4 habe ich auch gespielt, ein bisschen. Aber hat mich nicht so erreicht, wie das alle feiern. Wobei Battlefield 4 ist cool, aber ich finde 1 halt cooler. Ja, ist Geschmackssache, ne? Bin froh, dass Battlefield 1 gibt. Ja, 3 Ticks fehlen noch. GRR macht das eigentlich recht gut, ne? Jeden super. Push Richtung super. Charlie oder Bravo einfach abgewehrt. Haben aus der ersten Runde auch gelernt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, Nation hat definitiv Wald gezeigt, dass sie keine schlechte Mannschaft sind. Da fehlt auch ein bisschen das Zusammenspiel, aber sonst. Ich definitiv. Denke,
wenn die Routine da reinkommt, dass das was werden kann mit den Jungs. Also. Da ist nichts verloren. Jetzt ist die Frage, spielen wir noch eine Karte oder gehen sie runter? Werden wir gleich sehen. Wenn alle runtergehen, dann ist es klar. Wir bleiben einfach drauf, bis zum bitteren Ende. Ja, dafür sind wir da, das machen wir mit. Ja, Income, Dopeful Income, er hat irgendwie leider wieder eine blöde Runde erwischt. Wieder 1 zu 10. Ja, du. Ist ja nun mal so, dass es auch unterschiedliche Niveaus gibt, ne? Gott sei Dank ist es so. Ja. Vielleicht hilft da einfach nur ein Flaggenwechsel, ein Positionswechsel. Ja, wer weiß, vielleicht spielt er gerade die falsche Rolle. Vielleicht ist er eher der Verteidiger und nicht der Pusher. Aber das findet man aber halt für CW raus, ne? Also nach und nach. Ja, da sind sie auch gerade dabei. Aber gut, ja, GHR eins und für sich auch eine gute Runde, kann man nichts sagen. Ja, Mats hat da gerade ein bisschen rausgeschlagen, aber mein Gott, das passiert. Ja, er ist ja der Botschafter. Der rennt ja immer voraus zur nächsten Frage. Ja, aber gerade da muss man cool, ja die Zweikämpfe gewinnen, wenn man sowas macht. Ja, er probiert es ja immer zu umlaufen. Er probiert ja immer keinen Zweikampf zu haben. Ach so, das heißt immer. Aber jetzt, wo ich ihn gerade so beobachte. Wir spielen noch eine Karte. Wir sind dabei. Amio heißt mit meiner Lieblingskarte, ehrlich gesagt. Finde ich persönlich. Ja, die macht Spaß. Also Amio, Wald und... Ja, Amio, Wald, das sind so meine Favorites, meine persönlichen Favorites. Also ich persönlich finde ja Monte Grappa am Rande des Reichs und Sinai. Die Lügen ohne rot zu werden, auch wenn wir es nicht sehen. Nun ja, was das willst du kauft machen? Die leider nicht ab. Das kauft die wahrscheinlich keiner ab. Nee, glaube ich auch nicht. Wobei Sinai finde ich persönlich ist eigentlich eine coole Map. Also die kann man spielen. Ich mag die auch. Zwischen A und C einfach immer hin und her laufen. Die geht schon, aber die anderen. Naja. So, der eine so, der andere so, ne? Was machen die denn, Jungs? B wird nicht gezogen. Hallo? Nee, die pushen gleich direkt auf die Gegnerflagge drauf. Ja, aber B muss man ziehen, Alter, oder so. Leute, das ist... Macht der jetzt einer. Ja, aber... Die sind, glaube ich, ich weiß nicht, war das beabsichtigt? Mir hat das gerade so ausgesehen, dass die einfach mal zu fünft auf A drauf spawnen und einen kompletten Nate-Hagel Richtung A setzen und einfach mal ins Ghetto hier hinten reinsetzen und dann halt einer zurückgegangen ist. Kann auch Taktik gewesen sein. So denken wir uns das jetzt einfach mal, das war Taktik. Ah, oh, der Heisenberg. Kanton. Gewinnt gerade das Duell auf Alpha. Können sie mit so Alpha ziehen. Auf Alpha. Aber im Hintergrund lauert, glaube ich, Matze schon, ne? Ja, Matt McGann, wo ist Tour mit dem Spawn? Jetzt haben wir. Tja. Oh, schön. Ja, das war eine schöne Brand. Oh, ja. Das war eine Brandgranate, aber Opi ist jetzt da noch als Spawnpunkt. Gehen wir mal Opi rein. Der kriegt sie gleich. Ja, der kriegt sie gleich. Ich finde, die Brand ist eigentlich eine richtig coolste Granate im ganzen Spiel. Damit kannst du Wege am Anfang zumachen. Die sollten sie unbedingt in der DSL auch erlauben, ey. Denke ich auch. Also, finde ich auch. Also Brand finde ich eigentlich an sich auch cool. Ja. Klar macht die nicht so viel Schaden, aber es ist einfach, gerade am Anfang kann man mit Laufwege zumachen und rum ein bisschen Zeit schinden, ne? Dann hast du kann man einfach taktisch gut setzen. Ja, definitiv. Dann taktisch gut setzen. Ich würde mir wünschen, dass die DSL die auch erlaubt. Falls einer zuguckt vom Admin-Team, loggen wir jetzt hier, ne? Der Quellgeist vor aus dem Forum. Oh, der Turbo, alleine auf Alpha, was macht der da? Forum. Ja, auf Bravo, Entschuldigung, was erzähl ich denn? Jetzt zieht gleich zwei. Der tötet einfach die Leute. Das ist sein Job, der tötet einfach die Leute und holt sich die P-Flagge. So wie Wurst das macht, aber Opi schlawinert sich hier hinten durch C durch. Ich geh mal bei Opi rein. Kriegt mit, dass der Gegner drin ist. Jawohl. Zack, schön gemacht, hat er mitgekriegt. Aber jetzt muss der Core alle kommen. Gehen von C weg. Ich wollte gerade sagen, ja, muss der Core aber alle gehen von C weg. Da bahnt sich ein Triple an für den GAR.
Ja, aber jetzt, guck mal, die Wurst kriegt gleich Besuch. Mal gucken, wenn er die zwei zieht, dann mache ich nochmal 5 Euro in die Clankasse hier. oben in Flammen auf. Burning Man. Falls das unsere Zuschauer nicht wissen, man kann übrigens uns auch unterstützen, ne? Einfach mal Geld spenden an den GHR. Für bedürftige das geht. Soldaten. Für Kriegsveteranen. Ja. Na. Wir möchten unser Equipment ja weiter ausbauen, ne? Ja. Also wer ein Euro wie die Stadt hat, gehört. Wir nehmen ihn gerne. So. De Witsch. Alleine auf Bravo. Josiane. Räuber und Janan spielen hier gerade. Jetzt wieder genossen. Das war aber ein schönes Katzenmaus-Spiel. Ruby wieder allein auf Charlie. Zieht es wieder. Aber der Heisenberg steigt sie an. Konnte ihn auch ziehen. Somit konnte Charlie abgewendet werden. So, Anton Richtung Alpha unterwegs. Ja, die Wurst ist jetzt hier wieder bei B, der sichert einfach B ab. Ja, aber irgendwie ist er gerade ein bisschen kleiner Richtung Charlie unterwegs. Weiß nicht. Dreimal bei A ist jetzt ein bisschen Gewusel. Ein bisschen. Battlefield Nation sieht jetzt die A-Flagge zwar, aber weiß er das? Darf er das? Darf er das? Und weg. Ach, Break auf Charlie. Okay, ich dachte schon, der OP wäre wieder drauf gewesen. Darf er das? So. Ah, das ist irgendwie scheint BFN hier nicht wirklich reinzukommen. Oder? Weiß nicht. Ja, mal gucken. Jetzt sind wir mit zwei Mann Richtung B am Laufen. Matze wartet da als im Hintergrund. Lässt die Leute rein spawnen. Mal abwarten. Hat er ihn gesehen? Er hat ihn gesehen. Oh, der fährt. Was macht der da? Wieso liegt er so hin? Weiß ich nicht. Aber Heisenberg ist ja auf der C-Flagge drauf. Zieht die C-Flagge. Finde ich super. Kriegt ja zwar Besuch von zwei Mann gleich, ja, ja. Die GHR wartet, bis sie komplett sind. Aber pass auf, da kommen jetzt gleich hinten durch die Gasse von A, kommen sie wieder zu zweit auf die C-Flagge, zu dritt jetzt, zu viert jetzt. Ja, die wollen die C-Flagge überraschen, aber guck mal, jetzt A. Nur einer von Battlefield Nation und drei GHR-Leute. Somit zieht sich GHR ja einfach ganz klar. Ja, der klassische Flaggenwechsel, ne? So wie es sein muss. Ja. Hat er aber gut gemacht, gefällt mir schon wieder. Ah, der Feuer hat mir gerade einen Multitwist geschickt. Den hau ich gleich mal im Chat rein. Falls ihr gleichzeitig zwei Streams gucken möchtet, drei sogar, Metric, Live-Commentary und Fire. Einfach mal drauf gucken, da habt ihr dreimal die Action in Battlefield 1. So, den Weg allein auf Bravo. Hat jemand Munition? Bravo geht jetzt auch. Wahnsinn, da ein Triple an. Uiuiui, für Battlefield Nation. Uiuiui, da war aber auch eine enge Geschichte hier, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Muss man ganz klar sagen. Und, GHR tut sich ein bisschen schwierig auch auf der Map. Ja, definitiv. Gerade zwischenzeitlich. Die Rotation passt gerade nicht, meines Erachtens. Irgendwie. Guck mal, wir haben alle hier Vorschuss von Break auf Bravo. So. Abgewendet werden. War ja zu erwarten. Alleine Richtung Bravo ist immer. Wenn da zwei lauern, schwierig, schwierig. Ist ja echt unglaublich. Ja, gut, aber. GHR nur noch eine Flagge drauf. Aber. A-Flagge geht jetzt auch in Hand von GHR. Also irgendwie. Ja, die lauern aber im Bahnhof. Weil ich das Bahnhof persönlich auch einen blöden Spot finde, ja, irgendwie. Bahnhof? Ja, irgendwo. Was war das denn?
Dann läuft er am Drake einfach vorbei und der kann die Mutter. Gut ziehen. Er kann sich jetzt die A-Flagge ziehen. Ich bin gerade bei Opi drin. Hat gerade irgendwie einen Hit durch die Mauer gekriegt. Das fand ich auch ein bisschen absurd. Ja, im Spectator-Modus ist ab und zu nicht zu trauen. Das ist auch, sei gesagt. Teilweise laufen die Leute auch in Visierung über die ganze Karte drüber. Und das ist ja auch, das glaube ich, macht keiner. Ah, Break, der aimt da gerade den. Ach, schade. Ah, Opi ist dann gefallen. Wurst. Jetzt hat sich B wieder Triple zurückgeholt. Das war Mini-Triple. Ja. Mini-Triple, ne? Ah, wollte ich gerade sagen. Doch, doch. Die holen sich jetzt gleich A wieder. C ist jetzt, aber auch bei C ist auch schon wieder alles los gewesen. Aber Opi muss sich da geschlagen nehmen. Ja, das Fan ist aber auch schon hart angefleckt auf Alpha. Der braucht auch nur einen Hit, dann ist er down. Was macht der GR? Der ist ein bisschen zögerlich gerade, ne? Da liegt nur einer drin. Ah, von C kommt er schon rübergelaufen. Ja, das wissen wir, aber das wissen die nicht. Das ist ein bisschen das ja, Problem. Ja, im Spectator-Modus hat er leichter gesagt, ne? Aber keiner geht auf A drauf. Warum nicht? Doch, Anton traut sich jetzt. Ach Mann, ich hab ja gedacht, ich krieg wieder so eine coole Animation. Ich habe ja gerade Ding gemacht. Ich habe Gentleman VIP Club Bronze. Geil. Hast du mitkriegt überhaupt? Oh, ja. Also Jungs, es lohnt sich. Mitch, danke für den... Für die kleine Spende. Gerne. Ich glaube, gleich kommt die gute Frau und hüpft ein bisschen vor euch im Stream. was natürlich, ich habe gerade gesehen, man kann als Spender kann man auch die PayPal-Gebühr übernehmen. Habe ich gerade mal gemacht, freundlicherweise. Du bist ein Engel. So bin ich. Obi zieht sich die C-Flagge. Schön. OBC-Flagge gezogen, zwei lauern da vom Battlefield Nation oben im in der Bahnstraße. Lauern, die sitzen einfach da und warten. Ganz, ganz lange gerade irgendwie. Ja, gut, als Spawn. Da warten aber auch drei Leute. Ja, ja, aber irgendwie. Guck mal in die Overview, die scheinen da nicht so wirklich irgendwie. Und dann einzelne Push nach vorne. Der Sven muss sich geschlagen geben gegen Wurst. Wurst hat ihn schon erwartet da. Was ist das irgendwie? Ich guck mal hier unten zu Opi rein, der ist hier ein bisschen hier in dem Ruin im Niemandsland da hinten. Und Aim? Der war leer. Da wurde ich nachgeladen gehabt. Ach Mist. Jetzt sitzt er und wartet so lange und dann ist er leer. Scheiße. Ah. Hauptsache so was passiert im Puff, ey. Sitze, warte, lange ist er leer. Scheiße. Ja, C-Flagge somit weg, ne? C-Flagge somit bei GHR, nicht bei GHR, sondern bei BFN. Und die pushen auch gleich hier, der David, vor auf die. Na, wo schießt er dann hin? Vor auf die A-Flagge. Aber Wurst kann ihn da auch wegziehen. Aber der zieht hier Opi bestimmt wieder, ne? Oder was ist das? Ne, Matt McGann zieht hier die C-Flagge. Schön. Ah, die Nate gibt's, die macht's. Ah, schade. Falsche aber nichtsdestotrotz, Ecke. Drei Punkte fehlen noch. Ich glaube, da wird nichts mal anbrennen. Ich kriege Matze noch mal rein. Ja, also ist durch. Also irgendwie, es gab wenig zu sagen, muss man sagen. Ich habe den ganzen Treiben hier mal eher zugeguckt, als das wirklich zu na, kommentieren. Ich habe ja schon kommentiert, aber zwischendurch, ich habe echt lang zugeguckt. War aber auch spannend zwischendrin. Gutes Spiel. Besonders gut hat mir gefallen hier That Tree. That Tree hat mega gut Alarm gemacht bei der Battlefield Nations Truppe, oder? Ah, fand ich auch. Aber die Stats verraten uns gleich mehr. Ja, das sind ja nicht alles, aber waren wir so oft mal in der First Person drin und da auch so, hat er gut gemacht. Gutes Movement, gute Aim. Definitiv. Außer jetzt in der Runde, aber vorher war er immer bei Argon, war er echt stark. Ja, aber hat ich fand, GR tut sich ein bisschen schwerer, beziehungsweise Nation kommt da ein bisschen mehr ins Spiel. Irgendwie
war es gerade ein bisschen mehr von Flagge zu Flagge rennen und das kurzzeitige Triple hat es dann entschieden, klar, aber... Es war mehr so Katz und Maus irgendwie, fand ich. Ja, aber war trotzdem ein schönes Spiel. Aber... Ja. Aber man hat, nicht, man aber hat diese Runde nicht so eine klare Linie erkennen können, dass jetzt ein Team sagt, wir bleiben auf der und der Flagge und ne, halten mal eben inne. Ja. Das haben sie wunderschön bei Ding gemacht, ganz am Anfang im Ballsaal. Das haben sie echt super gemacht. Haben ja dreimal gespielt, die Map, aber haben sie super gemacht. Ja. Das ist das 3-0, oder? Bin ich verkehrt. Nee, eine Runde müssen wir noch. Eine müssen wir noch? Was ist das denn? Wir haben auch nur eine Runde. Nee, wir sind durch, Simon. Ja. Aber wir haben mit zwei Runden auch gespielt, nein. Doch? Ja. Oder war das eine Runde am Jahr? Eine Runde am Jahr gespielt. Ah, wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, weil wir drei Runden Ballsaal gespielt haben. Ja, nun gut. Dann belassen wir es bei deinem... Hin oder her? Ja. Lirum larum, oder? Schade. Nee, ist vorbei, schreibt der Dope gerade. Aber trotzdem gutes Spiel GHR. Auch ein gutes Spiel von BFN. Ich fand, das war so mehr oder weniger ausgeglichen. War kein klarer Sieg. Ah, Balsa war halt dominierend, aber die anderen beiden Karten, da sind sie mitgekommen, sag ich mal. Ne? Also das ist jetzt nicht... Ja. Mal schauen, wenn da noch ein bisschen mehr eingespielt wird und vielleicht noch der ein oder andere kleine Shootingstar dazukommt, dann haben die gute Chancen, einen starken Trupp zu erstellen. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so zu gucken. Und jo, Simon, was sagst du denn noch als abschließende Gabe auf den Weg für die Menschen? einen gesegneten Abend euch allen da draußen. Ja, seid gute Menschen. Und wenn ihr wollt, dass wir auch mal für euch eure Spiele kommentieren sollen oder einfach streamen sollen über unseren Kanal, dann schreibt uns einfach an, entweder auf Facebook oder die Leute persönlich über Discord oder wie auch immer. Machen wir gerne, wenn es die Zeit zulässt, würde ich sagen, ja, oder? Und vergesst nicht dazu. Definitiv, vergesst nicht unsere Facebook-Seite zu liken und wir werden demnächst auch einen Kalender einrichten für freie Streaming-Termine, dass das Ganze ein bisschen offener rüberkommt, dass ihr auch sofort einseht, wann wir noch Zeit haben. Ja, genau. Wir einfach, bauen die ganze Geschichte aus. Bald fängt die Liga wieder an, ne? Ja, das auch. Genau. Herbstliga, Battlefield 1. DSBL, meldet euch an. Anmelden. Auch ein Nation-Team kann sich ja theoretisch anmelden. Ich meine, warum denn nicht? Dann lass uns... Weiß ich gar nicht. Ja, wenn sie da jetzt Leute aus Erobungsklans drin haben und gerade in der DSBL... Wer weiß es. DSBL kann man auch bestimmt seine Erfahrung machen gegen andere Clans. Ja. Aber auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um irgendwie uns anzufragen, dass wir das streamen für euch. Das auch. So würde ich das sagen. Gut. Wir freuen uns auf jeden Fall. Schönen Abend euch, seid gute Menschen. Schön, genau, dass ihr alle gewählt habt. Einen schönen Abend noch. Man hört sich. Ciao, ciao. Ciao.